In der Ausstellung 2051 sitzen, da ist ein ganz kurzes Wort dazu. Was wir versucht haben, ist, so an ganz unterschiedlichen Stellen in der Stadt, die unseren zukünftigen Lebensstil betreffen werden, wie wir Bildung denken, wie wir wohnen werden, wie wir mit Geld umgehen werden, da in der Stadt so Forschungsstationen, Demonstratoren, haben wir das genannt, einzusetzen. Und das Projekt von Thomas Schneider ist ein Projekt, das sich ganz explizit mit dem Thema Produktion in der Stadt, Nachsatz, auseinandersetzt, lokale Produktion. Das ist etwas, was wir erst lernen werden müssen in Zukunft wieder, dass durch die Demokratisierung von Produktionsmitteln sich dynamisieren wird, ganz bestimmt. Und das in dem Projekt quasi in diesem Spannungsverhältnis zu handwerklichen Traditionen auch gesetzt ist, wo man schaut, quasi, wie beeinflusst sich das, kommen da neue Produkte auch raus. Aus designtheoretischer Sicht, was interessant ist, ist die Frage der Co-Kreation in Zukunft, die, glaube ich, auch viel zu wenig beforscht, befragt und ausprobiert wird, wahrscheinlich auch in dem, wo es auch diese Settings braucht, um das zu lernen, was das heißen kann in Zukunft, Dinge selbst anzugehen. Ja, oder über den Schuh. Schuh ist ein sehr konkretes Beispiel, also wie kann man das machen? Im Rahmen der Biennale haben wir auch Workshops angeboten, wo man quasi über einen sehr einfachen Schuh nachdenken konnte. Und das sind alles Erfahrungen, die wir quasi sammeln müssen und einfach diesen Begriff der Co-Kreation, der quasi auch ein Teil der kreativen Arbeit demokratisiert, wie man damit umgeht, welche Katalysatoren man dafür schaffen kann, dass da quasi eine neue Beziehung auch zur Kreation von Dingen stattfinden kann. Also die sieht man ja bei den Start-ups, also diese quasi, früher musstest du als Designer oder jemand, der eine Idee hatte für etwas, quasi einen Produzenten finden. Muss man halt überhaupt gar nicht mehr. Also bei vielen Dingen schon natürlich. Ne? Und im Prinzip kannst du diese Dinge einfach quasi ohne diesem System, wo jemand Maschinen hat und quasi das Geld dort gebunden hat und quasi auch die Arbeit damit dort gebunden ist, das demokratisiert sich gerade. Und spannend wird einfach sein, wie. Und quasi einer der Ansätze, die wir hier in der Ausstellung verfolgen, ist, wir wissen es nicht, wir wollen es lernen, wir wollen es ausprobieren und wir wollen eigentlich Alternativen sehen. Also wir fürchten uns eigentlich quasi vor so einer, also so wird es. Und was wir eigentlich sehen wollen, wie könnte es werden. Ja? Und da ist auch Design ein ganz wichtiges Mittel, um quasi so unterschiedliche Zukünfte zu zeigen. Danke. Ich wollte jetzt nochmal kurz eine Sache einwerfen, bevor wir so richtig loslegen in der Diskussion oder in das Gespräch. Und zwar ist das Thema ja eingebettet in ganz viele andere, sei es Umwelt, Klima, Zuwanderung, Automatisierung, Digitalisierung. Man könnte ja manchmal auch verzweifeln an der Aussicht, an das, was auf uns zukommt. Und das möchte ich explizit heute nicht thematisieren, sondern ich möchte, dass wir den Blick richten auf die Chancen und auf die positive Vision, die sich herauskristallisieren könnte oder verschiedene auch. Also so als Nicht-Schuhe eher in die Richtung denken, was George Bernard Shaw gemeint hatte, mit Ökonomie bedeutet das Beste aus seinem Leben zu machen. Also auch ein bisschen Lebenskunst da drin zu sehen. Das also nochmal ein Hinweis in den Start. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Thomas. Das Mikro nicht zur Box. Also ich habe hier eine Folie vorbereitet, die einfach die Dramatik nochmal darstellen soll. Das zeigt den Wert von AT&T umgerechnet auf den Wert, den man heute berechnen würde und die Anzahl Mitarbeiter. Und im Vergleich dazu Google, also 50 Jahre liegen dazwischen, das sind weniger als 10% der nötigen Arbeitnehmer vorhanden, um das zu erwirtschaften.
Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig, sicherlich einmal Kapital, was über die Arbeit triumphiert, zum anderen das Können der IT und der Automatisierung. Das heißt, Jobs sind gefährdet, die inzwischen ersetzt werden können durch Roboter. Sogar in der Pflege, was du angesprochen hattest, ist ja auch schon angedacht, dass man sich Pflege jetzt auch Roboter. Und die Menschen müssen immer weiter konkurrieren mit Robotern, mit Maschinen, mit Menschen global gesehen. Ich möchte den Startpunkt setzen, dass Ausbildung eben kein Garant ist mehr, eine gute Ausbildung für einen guten Job heutzutage und auch nicht für ein gutes Gehalt. Und die Frage ist, was bedeutet Arbeit eigentlich für den Menschen? Ja, also es gibt ja Aussagen, Hegel sieht in der Arbeit die Rolle der Bildung des geistigen Ichs. Marx sagt, Menschen sind das Resultat ihrer Arbeit. Das reflektiert die Neurobiologie heute ja auch. Also wir sind das, was wir tun. Und wir merken, das alles ist eine sinnstiftende Aufgabe. Und die Frage, die sich mir zuerst stellt, wie definieren wir eigentlich die Arbeit heute und was für Menschen macht die Arbeit, die wir heute haben, aus uns? Ja, dann knüpfe ich das vorher nochmal an, wo ich ja schon gesagt habe, Arbeit ist nicht Lohnarbeit. Mein Verständnis, Arbeit ist auch nicht Erwerbsarbeit, das ist ein Teil, ein bezahltes Tun, aber gibt es halt auch, aber das ist nicht das Kriterium aus meiner Sicht. Das, was wir eigentlich wollen, ist, wie bekommen Menschen das, was sie zum Leben brauchen und wie schaffen wir für uns eine Möglichkeit, was zu tun, was wir gerne tun wollen, was wir sinnvoll finden. Also wie kann ich mich einbringen und wie finde ich das, was ich brauche? Das sind eigentlich die Fragen. Ein Antwortversuch darauf war, wir machen Lohnarbeit. Das ist ein Versuch, uns zu organisieren. Es gibt aber andere auch, und wir machen das die ganze Zeit. Ja, wir, also die Pflege zum Beispiel ist jetzt gerade aufgefallen, dass das ganz viel in Familien passiert ist bisher. Und dass, wenn wir das alles bezahlen wollen, würde das unglaublich viel Kosten täte, vor allem, wenn die Leute ordentlich bezahlt, sodass sie auch Zeit haben, dass sie gut machen können, und 2,50 € die Stunde arbeiten. Was unser momentaner Lösungsversuch ist, das in die Richtung zu bringen. Und ich finde, dieses sinnvolle Tätigsein, das ist zum einen voll in der Visionsschiene, das heißt sinnvoll tätig sein, und sich mit Menschen zu beschäftigen, ist ein Riesenbereich, der einfach unglaublich schön ist, den wir auch machen, wo Arbeit und Tätigsein einfach so ineinander übergeht. Mein Beispiel von vorher mit der Freundin, ich spreche mit einer Freundin, das hat einen Unterhaltungswert, der mit ganz vielen Dingen der Unterhaltungsindustrie super mithalten kann. Es hat vielleicht einen Lerneffekt, Lebensaufgaben, aber so zerdröseln wir das nicht. Das ist einfach schön. Es ist eine echte menschliche Beziehung und das bringt mir was und das bringt ihr was und das ist super. Und ja, und ich denke, das müssen wir unbedingt gemeinsam denken. Sehen wir die Dienstleistungen, die erbracht werden, und glauben, das reflektiert unseren Wohlstand. Die ganzen Freundschaften, ob die jetzt da sind oder nicht, ob die mehr oder weniger werden, das haben wir überhaupt nicht beachtet, weil das ja für den Wohlstand nicht erheblich ist. Das ist einfach ein völliges, eine Misskonzeption dessen, was menschliches Leben ausmacht. Und daher zu da, hier und heute in Europa, das so stark monetarisiert ist, passiert ganz viel an Wertschöpfung im geldfreien Sektor. Vor allem in den zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Teil auch in der Güterproduktion. Und zu der Automatisierung würde ich sagen, super. Also wenn Computer oder sonstige Maschinen uns Arbeit abnehmen, die wir nicht machen wollen, eben nicht dieser zwischenmenschliche Kontakt ist oder auch der Kontakt mit Natur, mit Lebewesen, was einfach was inhärent Sinnstiftendes und Erfüllendes ist, sondern Sachen, die eigentlich langweilig sind. Supermarktkasse, in der Bank, die Zahlungen eintreten, ist langweilig, wenn es ohne geht, super. Und wenn es dazu führt, dass manche Leute in Arbeitslosigkeit arm sind und andere in Jobs überarbeitet, dann ist einfach schlecht organisiert. Das liegt nicht an den Maschinen, sondern auch bei uns, wie wir dann diesen Wohlstandsraum, der durch die Maschinen eingeschränkt ist, wie wir mit dem umgehen. Wenn wir schlecht umgehen würden, ist das Beispiel der Organisationsproblem. Und da würde ich schon sagen, sollten wir uns das überlegen, wie zum Beispiel die Arbeit gleichmäßig verteilen oder so. Aber an sich ist es ein Menschheitstraum, dass die langweiligen, anstrengenden, mühsamen, blöden Tätigkeiten nicht von Menschen gemacht werden müssen. Und wir uns den schönen, erfüllenden entwickeln können, die, glaube ich, sehr viel mit Menschen zu tun haben und mit Tieren und mit Pflanzen und mit innerer Kreativität und solchen Dingen, die wir gar nicht auf den Schild setzen wollen. Ich würde da noch hinzufügen, also ich bestimme, glaube ich, auch. Ich stimme, glaube ich, grundsätzlich zu, dass
der Gedanke der Arbeit sozusagen auch gegenüber diesen Austausch zu erzielen. Also ne, welchen Mehrwert stiftet. Also in dem Moment, in dem ich Wert für jemanden anderen generiere oder auch für mich selber, habe ich das gearbeitet. Ich glaube aber, ein ganz wichtiger Element ist, dass das jenseits über diesen Wohlfühlmoment geht. Also das, was wir als Arbeit momentan definieren, also das, was wir als Arbeit leisten, hat auch ganz viel mit Entwicklung zu tun. Und die ist extrem anstrengend. Also das, was wir als Technologieentwicklung sehen, was wir jetzt auch als kompetitive Marktentwicklung sehen, hat einen immensen Kreationsfaktor. Also da entstehen Designs, da entstehen neue Technologien, da entstehen neue Konzepte, die nur aufgrund von einem gewissen Druck entstanden sind. Die sind nicht entstanden, weil wir alle irgendwie nett zusammenleben wollen, sondern die entstehen, weil der eine mehr möchte als der andere. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ein ganz toller kreationaler, dann haben Sie auch einen Endmark-Effekt von Arbeit. Der dann dazu kommt. Also alles andere würde ich unterschreiben, gehört auch zum Thema Arbeit dazu, aber ich glaube, das ist ein Element, das man gerne auch ein bisschen runterspielt. Oder sozusagen ein Cycling-Nebeneffekt darstellt, was ich allerdings nicht glaube. Und wie gesagt, auch zum Thema Automatisierung. Ich denke, der Punkt, der Unterschied zwischen AT&T und Google ist, dass AT&T zum Beispiel A, ein nationalstaatliches Unternehmen ist. Das heißt, es ist was als nationales Konzept gedacht und gestartet ist. Jegliche, mittlerweile immer noch sind jegliche Telefonnetze und Mobilfunknetze auf Nationen beschränkt, wohingegen Google von vornherein ein globales Unternehmen war und auch so gedacht war. Und zudem kommt, dass von 1964 bis 2015 Effizienz einfach immens gestiegen ist. Es ist, glaube ich, nicht nur die Form der Produktion, also wie du produzierende Maschinen hast, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir arbeiten halt nicht mehr um den Tag zu füllen, sondern zum Motto, ich schiebe irgendwie Blatt A nach Blatt B, sondern es geht einfach auch in der Art und Weise, wir arbeiten viel mehr um Output, viel mehr um Leistung, als das in den 60ern der Fall war. Darf ich da kurz eingrenzen, aber was macht das mit uns? Dieser hohe Druck, also einige wenig arbeiten, weil sie einfach keine Arbeit haben und die anderen umso mehr unter sehr hohem Druck. Was macht das für uns? Ich glaube, als allererstes entwickelt uns das. Jetzt kann man sagen, schlecht oder gut, weiß ich nicht. Ich glaube, in mancher Hinsicht ist es sicherlich riskant, weil es ausbrennt, weil es Familien kaputt macht. Aber das, ich tue mir sehr schwer, das erst ein bisschen zu labeln. Ich glaube, was es tut, ist, es zwingt uns, unser Lebensmodell zu hinterfragen. Und es zwingt uns, Gedanken sogar darüber zu machen, wie wir leben und arbeiten wollen. Also wenn ich zum Beispiel, und ne, jetzt kommt dann die Debatte, ich habe die Möglichkeit, weil ich gut ausgebildet bin, etc. Aber wenn ich sehe, ich möchte in einem Umfeld, das mich zwingt, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, es tut mir nicht gut, ich möchte da nicht arbeiten, dann muss ich für mich die Entscheidung treffen, ich mache es anders. Und das sind Diskussionen, die haben vor 50 Jahren einfach nicht stattgefunden, weil sie nicht erforderlich waren. Und jetzt werden sie erforderlich. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Form von Katalysatoreffekt, könnte man es was nennen, der irgendwo hinführen wird. Wohin, weiß ich nicht. Aber ich finde es erstmal sehr spannend, dass es stattfinden muss. Und solche Sachen passieren nicht nur, weil man gerade Lust drauf hat, sondern solche Sachen passieren nur, weil sie erzwungen werden von Systemen. Und das ist eben unsere Entwicklung nicht.